Ein schaurig schönes Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde der Sonne. Willkommen zurück zu Assassin's Creed Odyssey. Ja, genau hier haben wir letztes Mal aufgehört. Bei dem neuen Synchronisationspunkt in der Unterwelt, den wir gefunden haben. Wissen, weiterhin auf der Suche nach den Erkenntnissen der Hüterin, um unseren Stab des Samus zu upgraden und ja bessere Fähigkeiten bekommen. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass wir mal probieren, einen von diesen gefallenen Wächtern, die wir erledigen müssen, weil es unsere Aufgabe ist, von Hades. Oh lol. Das habe ich jetzt nicht erwartet, tatsächlich. Ich wollte dann jetzt eigentlich schön mit einem Hit treffen. Bam, macht er halt unsinnig viel Schaden. Ich habe mich die Schlange tatsächlich entdecken lassen. Ne? Das ist schon hart. Okay, Gefallener getötet. Helm der Gefallenen. Ui. Okay. Nächster ist schon auf dem Weg. Epictos der Mitteilsamen. Lol, was, wie stark ist die? Möglich durchqueren des Tartarus-Schleiers. Krieger-Damage. Super. Genau, also hat er uns gesagt, wir sollen die Gefallenen hier töten, und zwar vier in der Zahl. Damit wir Wächter für seine Unterwelt-Tore haben. Beziehungsweise er bekommt. Und das machen wir jetzt halt im Prinzip damit, ne? So, mal kurz über den Gift. Sumpf da gehen, also krass, der Wahnsinn ist arg brutal, Junge. Das macht so einen unglaublichen Damage. Wiege der Unterwelt. Ne, da müssen wir auch nicht rein. Da gibt es nur einen Tartarusriss. Gehen wir zum nächsten. Denn wir suchen hier die Klagefelder. In den Klagefeldern, sorry, suchen wir die Halle der Manaillen. Verbrannter Tempel der Moiren. Das ist im Prinzip auch nicht das, was wir wollen. Geht aber noch weiter hier runter. Die haben hier also auch ein Fackel des Hypnos. Ja. Ich muss vorsichtig sein. Hier sind viele Wachen. Ja, können wir kurz Blatt machen, oder? Zack. Was ist das? 67 Meter. Oh lol, die haben mich entdeckt. Doch, der Verdammten. Eigentlich auch nicht unsere Baustelle. Schauen wir mal, was hier hingeht. Aha, den Schwertfisch haben wir also auch entdeckt. Schwertfisch der Oktoberbrucht, ha, wie ich es gesagt habe. Jetzt müssen wir erstmal hier runtertauchen. Das geht so nicht, Freunde. Dann entdecken wir nämlich neue Fragezeichen. Was nämlich? Werden wir hier abhauen?
Alter, was ist denn das? Das ist eine Schlange. Orphis-Versteck. Ha. Geht auch bergrund auf jeden Fall. Alter, das sieht ja heftig aus, ey. Holy moly. So, ich würde jetzt aber tatsächlich einfach sagen, ich will den Schwertfisch killen. Was hat denn der für ein Level? Huch, kann ich das irgendwie... Ah, einfach 90. Nein, 59. Ja, machen wir. Machen wir noch rum. Wenn er eh schon hier ist. So, jetzt haut er auf jeden Fall rein. Das ist sehr gut. Was natürlich aber aus sein kann, das habe ich natürlich nicht bedacht. Die sind nicht attensierbar, sage ich jetzt mal. Also sprich, man kann keinen Attentat auf die ausüben. Das kann natürlich aus sein. Hier werden sie besonders wachsam sein. Versuch mal ihn zu pfeifen. Geht ernst. Ja, ist ein bisschen los, oder? Ich hau mir das ein bisschen rum. Da, schön, Jedi. Mein Tricks. Jetzt schwimmt er wieder mit dem Fisch. Alter, that damage, bro. So, bestellt ihn mal schnell tot. Boom. Sonst hat das keiner gesehen. War auch nicht schlecht. Gut. 2 von 4 gefallen. Auch nicht schlecht. So, okay, weiter geht's. Ich denke mir jetzt einfach mal, dass der in der Höhle ist. Deswegen gehen wir in das Ort zur Stelle rein. Und er schaut einfach so aus, als wenn er halt unter Wasser ist. Ja, komm jetzt, Cassandra. auf, schwing den Bob ist da hoch. So. Let's go. Was macht das Abend, was haben? Sehr gut. Alles klar. Was uns hier so erwartet. Wahrscheinlich ganz viele Schlangen. Lol, hier sind Kultisten. Freunde, seht ihr, was das ist? Das ist das fucking Kultisten Hauptversteck in Delphi. Nur ohne die Pyramide. Und alle Kultisten sind dead. Alter. Okay. Reflexbogen. Lol, der steht einfach da. Und ich hab's nicht gemerkt. Schleichengriff. Lol, das war derjenige. Das
ja derjenige, wo Demos getötet hat, also sprich Alexis, indem er seinen Kopf gegen den gegen die Pyramide gedrückt hat. Was? Dass die Boys halt alle hier sind, finde ich echt witzig. Aber die muss ich nicht da. Alter, guck dich an, dieser Damage. Boom. Epistetos, der, den mein Bruder tötet, um mich zu retten. Hallo? Den nicht? Müssen wir es noch abwarten? Ja. Okay. Gut. Nummer 3. So, und die letzte ist... Das sind aber auf jeden Fall König Agamemnon. Das sind mehrere. So, Kriegsschaden. Und dann noch nichts Neues, aber Hüftschutz haben wir auch schon. Hilfsriemen der Gefallenen. Gut. Das heißt, wir sind also hier in den Klagefeldern im östlichen Teil. Wir sind also doch eher nach da. Das heißt, ich porte mich mal raus. Laufen dann so rüber, ist glaube ich einfacher. Weil muss ich jetzt hier nicht mehr aus der Höhle rauskrepieren. So, dann dürfte es dann hier drüben sein. Mal unser getreues Ross. Ah, okay, jetzt mal nicht durch den Säuresee. Ich glaube, unser Pferd mag es auch nicht. Und das tun. Komm ich irgendwie rüber? Ja. Oder? Da? Ja. Eieiei. Richtig gut. Oh, sorry. Ja, schaffen wir es auch. Ella. Tor der Ungebeugten. Aha. So, benutzen wir jetzt erstmal das Flügel des Hermes in der Unterwelt. So, wo ist der Aussichtspunkt? Da ganz oben. Supi. Ich habe hier irgendwie gerade ziemlich düstere Geräusche gehört. Ah. Okay, ich verstehe. Ist zu glatt und zu klettern, aber hier scheint nicht abweckt. Das ist jetzt mal ein krasser Ausblick so in die Gefilde der Unterwelt. Rechts ist eine Höhle. Da drüben waren wir in den Schwefelfeldern.
passt. Torte umgebeugen. Freigeschaltet. Ja, wunderbar. So, schauen wir hier auch mal die Halle der Manei. In einem relativ nahegelegenen Fragezeichen. Bin wir richtig wieder im Entdeckermodus. Wirklich im Entdeckermodus. Ich finde es halt mega geil, dass man einfach so viele Sachen ja, erkennen muss. Im Prinzip. Weil sonst sagt ja keiner, wo jetzt die Höhle oder so ist. Höhle der Verzweiflung. Oh, hier sind ganz viele Hundis auf jeden Fall. Okay. Dann war es das leider auch nicht. Kletterstück wieder? Ja, danke. Hundis können leider nämlich nicht klettern. Das heißt leider. Finde ich eigentlich ganz gut. Aber wir haben schon wieder welche gesehen. Weil der Oizis. Okay. Huch. Hier waren nur ein paar arme Seelen umher. Gehen wir noch zuerst mal noch nach da. Hoch. Oh lol, hier hängen halt einfach wohl Leichen am Baum. Crazy. Huch. Was auf jeden Fall noch machen kann, sehe ich jetzt gerade unten links den Verschwinden-Skill. Brauchen wir jetzt aktuell nicht. Den habe ich nur ausgewählt, habe als halt den Set-Boni mit dem. Mit der Meister, als es die in Rüstung gab. Aber da wir hier jetzt den Wahnsinn des Erfahrens haben, ihn eh schon ausgerüstet haben, kann ich die drei Skillpunkte auf jeden Fall für was anderes sinnvolleres nutzen. Das ist der Thanatos Scheiterhaufen, okay. Auch nicht, also noch weiter in Ocean. Vielleicht nach da? Oh, was haben wir denn hier? Sieht aus wie ein lol ewiges Schlachtfeld. Ha, da fighten sie alle gegeneinander. Aha. Ja, dann kann. Alter. Das ist ja brutal. Hey, du sprachst das, oder? Aha. Sehr witzig. Hey, ja, was machen wir eigentlich? Man erwischt diesmal was passt das an. Was? Come on.
Oh, der Attack of Logan. Ah, einer hat von weniger. Oder wie auch Watson, ja, also da war das mal weg. Ja, bitte wieder zu dem. Wurscht mal. Ash einfach. One hit. Und wir haben es geschafft. Huch. Du bist die Nächste! Rasidas. Ich bin's, Cassandra. Hey, Rasidas. Ganz schön nicht cool. Ich bezwänge Pass aus dem Kampf. Ja. Die aber eigentlich gar nicht, zumindest nicht töten. Epische Muck auf jeden Fall. Beide Speerträger. Oh, da haben wir einen Platz gefunden. So, jetzt machen wir mal wieder. Wie die Mindtrick. Bam, bam, bam. Zack. Schön. Aufs Maul. Du kämpfst wie jemand, den ich mal kannte. Wir haben uns in Korinth kennengelernt. Wir kämpften in einem Korinther Lagerhaus gegen die Schläger des Hökers. Dort lernten wir uns kennen. Das Lagerhaus stand in Flammen. Wir waren umzingelt. Cassandra? Schön, dich zu sehen, alter Freund. Weil das der Eindruck ist. Freunde passen aufeinander auf. Aber dir ging es immer nur um dich. Was ich brauchte und was dein Volk brauchte, hat dich nie interessiert. Und dich hat immer nur Sparta interessiert. Ist dir nie in den Sinn gekommen, dass sich Sparta für niemanden interessiert hat? Wir müssen die Vergangenheit ruhen lassen. Was machst du denn hier? Du bist doch nicht tot, oder? Nein. Jedenfalls noch nicht. Ich habe einen Stab von meinem Vater. Meinem wahren Vater. Er hat Kräfte. Ich wurde in die Unterwelt geschickt, um zu lernen, wie man sie einsetzt. Kräfte? Eine lange Geschichte. Aber ich habe das ganze Elysion nach Antworten abgesucht. Meine Suche führte mich hierher. Du warst im Elysion? Oh Gott, der ist richtig lost, der arme Brasidas. Ehre die Götter. Ehre Sparta. Brich keinen Schwur und das Elysion ist dein. Mein Vater sagte mir das, als ich ein Kind war, und jeden Tag meines Lebens widmete ich diesem Credo. Trotzdem bist du hier gelandet. Tod. Muss ich dieses Elend ertragen? Falls jemand, mit dem ich gekämpft habe, das Paradies verdient, dann du. Warum bin ich dann hier? Du solltest das mit Hades klären. Das war Hades' Entscheidung. Er sagt, ich kann nur unter einer Bedingung ins Elysion. Indem ich mich meinem größten Feind stelle. Ui, okay. Und wer ist denn das? Oh, lol. Demos. Rasidas, du solltest nicht darauf warten, gegen ihn zu kämpfen. Warum nicht?
Ich habe Demos Leben geschont. Die Wahrheit. Demos lebt. Ich hatte die Chance, ihn hierher zu schicken, aber ich verschonte ihn. Er schlachtete meine Männer ab. Er schickte mich hierher. Ich weiß, aber der Kult hat meine Familie zerstört. Ich tat, was ich konnte, um sie wieder zu vereinen. Außerdem brachtest du mir einst bei, dass nicht alle Situationen in Blutvergießen enden müssen. Das zu wissen ändert gar nichts. Ich werde das Elysion sehen. Ich werde dir nicht im Weg stehen. Was genau hat Hades dir gesagt? Er sagte, um das Elysion im Tod zu betreten, muss der Sohn Spartas sich dem stellen, was ihn im Leben besiegt hat. Götter und ihre beschissenen Rätsel. Können die nicht einfach mal sagen, was sie meinen? Aber ich glaube, ich habe dein erstes Problem schon gelöst. Und das wäre? Ein wahrer Sohn Spartas würde sich niemals einem Feind ohne seinen Schild stellen. Wir müssen deinen finden. Er ist in der vergessenen Grabstätte. Ich wollte ihn holen, aber Hades Wachen verteidigen das Grab, nachdem irgendein Malaka den Kerberos getötet hatte. Ups. Dieser Malaka war ich. Und jetzt muss ich für Hades arbeiten. Warum wundert mich das nicht? Du hast hier alles kompliziert gemacht. Zu Lebzeiten war ich nicht die Freundin, die du gebraucht hättest. Lass es mich nun besser machen. Mein Mut hat mich in der Unterwelt verlassen. Tief im Innersten hatte ich gehofft, mich Demos nie wieder stellen zu müssen. Okay. Holen wir mal, wenn man Schildes, vorbeikommt, sein Schild. Zu dir finden. Und nimm nur meinen Schild mit. Nimmst du etwas anderes, ist es dein Untergang. Okay. Ich gehöre hier nicht höher. Alles klar. Das Gewicht Spartas ist krass. Jo, Freunde, ich würde sagen, wir machen jetzt hier noch kurz diesen einen Synchronisationspunkt. Da haben wir eine gute Ausgangsbasis für die nächste Folge zum Starten. Ja, und dann geht's weiter. Die Erkenntnisse zu suchen und nebenher die Gefallenen platt zu machen. Mal ganz kurz, gucken, gibt es den Gefallen hier in der Nähe? Ne, der ist wo woanders. Ah, da oben ist schon. Okay. Dinara. Beziehungsweise so ein Zöllling hat. Ja, dann gehen wir mal schön hier hoch. Eben mal schauen, ob ich noch die nächste Folge neue Fähigkeiten skill. Ich meine, wir haben genug Drachen gerade aktuell. Ist das kein Problem, nochmal die Fähigkeitspunkte zu neu zu verteilen. Das ist kein Beinbruch auf jeden Fall. Und jetzt sind wir auf dem Rücken, beziehungsweise auf dem Kopf eines Geiers. Und schauen uns mal an. Ich werde angegriffen offensichtlich. Ist da irgendwas? Ich sehe gerade gar nichts. Der ist eine riesige Stadt. Na gut. Alles klar, Freunde. Mit diesem herrlich schrecklichen Anblick verabschiede ich mich von dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ich freue mich. Ciao, ciao.